Hallöchen, meine lieben Zuschauer, heute ein Pokalspiel wieder gegen PSV Eindhoven. Und ich sage, wir werden heute eine Revanche starten, die es in sich haben wird. Und zwar, man sieht auch, wir sind hier in unglaublich guten Form. Einige Spieler zumindest. Ach, schade, dass wir Leao spielen lassen, aber der ist wahrscheinlich gerade nicht so motiviert für die Partie. Bandy wird auf jeden Fall von Anfang an spielen. Neres kriegt auch eine Pause, obwohl der fit ist. Also jeder von denen ist ja fit, wie man sehen kann. Und ich sehe, wir müssen ja auch noch ein bisschen die Bank dann im Auge behalten, da wir hier auch nur 7 Spieler haben dürfen. Talia Fico kommt für Abner wieder. Ist ja schon ein kleiner Unterschied. 13 Prozentpunkte, also 13, nicht Prozentpunkte, sondern Fähigkeitenpunkte. Die Innenverteidigung bleibt so, Rechtsverteidiger, genau, Harrington. Item kommt auch nicht so auf die Bank. Feldmann ist sehr schlecht in Form, dann nehmen wir mal Abner statt Feldmann. Lobato bleibt trotzdem erstmal draußen. Oder nein, Lobato beginnt für Donny van de Beek. So, und jetzt kommt die Revanche gegen Eindhoven. Willkommen, liebe Zuschauer. Wir berichten live vom Halbfinale. Atmosphäre, die ist schon gigantisch. Und wie wir hörten, treten beide Teams in Bestbesetzung an. Also keine neuen Verletzungssorgen, keine angeschlagenen Spieler. Das kann hier wirklich ein Showdown werden. Die Erwartungshaltung, die steht bei beiden fest, denn sie glauben, dass sie das Finale tatsächlich erreichen können und am Ende die Trophäe in den Himmel strecken können. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Da seht ihr die Gewinner der heutigen Partie, also unsere Mannschaft. Denn wir werden uns das nicht nochmal so aus dem Finger gleiten lassen, die Partie, wie diese 3:1 Niederlage gegen PSV. Wir haben zwar, glaube ich, auch genau wie damals ein Auswärtsspiel, aber Nöpkes, das ist so wichtig heute. Sollten wir es nicht schaffen in der Liga, dann wollen wir wenigstens den Pokal holen. Und wir sind ja auch im Champions League Viertelfinale, also an sich ist die Liga die Saison ohnehin sehr gut verlaufen bis Bayern. So, dann wollen wir mal beginnen. Das Spiel ist angepfiffen. Timo Baumgartner, der ehemalige Stuttgarter. Vierhäber. Wieso hätte ich den Spieler nie ausgesprochen, aber jetzt weiß ich Bescheid. Vertikal gespielt. Boomer sieht gut aus, um durchzustarten. So, nicht nur, dass jetzt eine Schwierigkeitsstufe einfacher eingestellt ist, nein. Wir sind noch ein bisschen eingespielter zumindest. Würde ich mal behaupten. Da habe ich 3 Spiele machen können, also 3 Folgen. Oder ne, 4 Spiele schon. Glaube ich, ne? Ja, genau. Da hoffe ich doch mal. Ich merke auch, dass es jetzt defensiv vor allen Dingen auch ein bisschen besser zur Sache hier. Ich habe davor ganz vergessen, Tackling zu drücken, deswegen konnten die Spieler immer an mir vorbeilaufen. Was auch nicht unbedingt so prickelnd ist. Würde ich mal behaupten. Okay, dieser Pass war ohne jegliche Kraft dahinter. So, das wäre jetzt zum Beispiel Tackling. War zwar mit einem Foul verbunden, aber egal. Das ist ja nicht immer so. Sahne Bandé. Kommt ein Topform heute. Kollege gefoult, aber kann gerade noch weiter spielen. Auch Pommes. In der Mitte ist Lobato. Der Ball kommt nicht an. Zumindest auf Umwegen. Nicht so, wie ich es wollte. Ach, der sollte auch nicht dahin gehen. Ja, die letzten 2, 3 Pässe waren alle nicht so wirklich gewollt. Macht ja nichts. Wir sehen trotzdem, da sind einige Lücken, die bespielt werden können. Wieder Bandé. Lobato, der geht rein. 1:0. Guter Konter, hab extra gewartet. Ich habe auch gehofft, dass Lobato jetzt zurückkommt. Das hat er zum Glück auch getan.
Tore erzielt. Sie schreiben das erste Kapitel in diesem Spiel. Da hat zu viel Kraft in diesem Ball. Also so ein Spielaufbau darf die PSV gerne die ganzen 90 Minuten über haben, also durchführen. Treffer gefallen, aber das ist eben auch. Oh, der kam vorbei. Das konnte gefährlich werden. Da geht er direkt rein, unfassbar. Da war natürlich auch ein Fehler von Onana. Das darf doch nicht wahr sein hier. Ja, wir müssen einfach so weitermachen wie davor, vor dem Gegentor zumindest. Dann wird hier auf jeden Fall erst nochmal klingelt im Tor von Zoid oder Sylt oder wie auch immer man ihn ausspricht. Sehr gut, komm, lauf doch, Bandé. Dann halt Pellegri. Promes aus der Drehung, schwer von da aus. Ihn so wirklich gefährlich an den Mann zu bringen. Und schon wieder habe ich gerade oft in die Webcam geschaut. Das ist einfach Gewohnheitssache. Naja, wenn es ein bisschen spannender heute wird, kann es auch euch recht sein, solange es am Ende für uns ausgeht, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es schon das Halbfinale ist im Pokal. So genau weiß ich es ja nicht. Also spät in der Saison, denke ich mal, mindestens das Viertelfinale. Bombardé, ach. Ah, den hast du gegen Vierheiver. Ja. Kommt der an? Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Nee. Ihr kommt ja nicht vorbei an Blind. Und dann ist Endstation bei Blind. Bandé, lauft doch ein bisschen hier. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Ball vorbeikommt. Aber die Abwehr schlägt auch ein bisschen. Ja, es kommt gerade nicht so wirklich nach vorne. Masraoui. Ah, schade. Letzte Chance gewesen vor der Pause. Ich denke mal, ich lasse erstmal so und spiele erstmal ohne Wechsel weiter. Gleich viele Schüsse, aber ich finde, wir sind immer etwas gefährlicher als PSV. So vom Gefühl her, wie gesagt, immer, ne? Komm, oh, ich wusste, dass er ankommt. Promis, der geht rein. Perfekt, gut gemacht von Pellegri und Lobato. Und natürlich wunderschön aufgelegt. Promis dann. So wie man ihn kennt. Mit Gewalt reingehauen. Hauptsache geht rein. Muss kein schöner Treffer sein. Mit seinen Qualitäten darf man so nicht freistehen lassen. Wenn der Pass dann so stark kommt wie in dieser Situation, dann ist der Rest vorprogrammiert. Kostas Mitroglou zurück auf Gutierrez. Und genau. Oh oh. Wow, da habe ich ein bisschen geschlafen. Ich wusste gerade nicht so wirklich, was ein Spieler ist nehmen soll. Das wäre auf jeden Fall eine direkte Antwort, die mir nicht gefallen hätte.
Ja, den haben wir locker. Langsam aufbauen wieder. Wir müssen uns nicht beeilen, wir führen hier. Also alles gut. Mitroglou mit der Möglichkeit. Rüber nach rechts. Sehr gut. Gewinnt den Ball für sein Team zurück. Perfekt. Ja, defensiv hier gearbeitet von also Argentina. Lauf. Auf Promes. Ein sehr kluger Pass. Promes. Sehr gut. Komm, gegen Thomas oder wie auch immer die gerade hieß. Da wird. Da gab es einen Pfiff und ja, richtig. Freistoß. Schnell ausgeführt. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Hakim, auch defensiv. Überragend. Aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Jetzt müssen sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Und der nächste gewonnene Zeitgang von Sieg. Perfekt. Jetzt geht Pelegrin raus und Leao wieder rein. Heute, glaube ich, ohne Tor der Pedro, aber schon ein bisschen besser gespielt und auch eine schöne Vorlage gegeben. Zum 2:1. Auch da wollte ich es weiterspielen, der wird gefoult. Hätte man abpfeifen können, wenn nicht sogar müssen. So, zum Keeper köpfen? Nee. Aber Bin kann das. Oh. Wollte ich eigentlich mit dem Kopf zurückköpfen. Der hätte jetzt noch in Richtung Tor gehen müssen und irgendwie reinfallen. So, ja, unten ist Mandé, glaube ich. Sehr gut. Ja, obwohl der halt in Topform ist, gar nicht mal so aktiv, ich finde, beziehungsweise wenn der am Ball ist, fühlt er sich nicht so gut an in Drehung und Schnelligkeit. Komisch. Oh, Bergwijn damit sehr viel Platz. Nee, nee, diesmal nicht so ein Abstauber. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. 13 Minuten noch. Lang und weit gespielt. Vorteil für uns. Das sieht gut aus. Es geht über die rechte Seite. Da kann er sich lösen. War eigentlich für Lobato, aber gut. Schon gespielt, aber zu lang. Wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Da verändert er sich. Da ist viel Platz. So, viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Sie stehen jetzt. Sehr gut. So, jetzt wechseln wir mal Pomes raus und. Nee, ich mach's lieber. Über die Strategie. Ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Er hat alles. Marin Vitalic und Alvarez für Pierre. Und dann der Abner für Talafico. So dann. Jetzt sind 6 Minuten. Plus Nachspielzeit kriegen wir auch. Lock oben einfach nicht zu offensiv spielen. Schön zurück. Ja, defensiv spielen und da kommt so ein Fehlpass, der zum Glück aber jetzt nichts Großartiges herbeigeführt hat. Lobato.
Oh, das war aber ungestüm, aber fair. Aber sie sollten jetzt auch kein Risiko mehr eingehen. Die Zeit tickt und die Zeit tickt für sie. Ach, es wollte auch so schön eine schöne Grätsche machen. Oh. Das war nicht gut verteidigt. Daniel Schwab. Ach, sehr gut. Das dürfte es gewesen sein. Wieder eine gute Grätsche. Pfeif ab, Schiri, komm. Wir sind drüber. Perfekt. Der Referee pfeift ab und damit ist das Spiel beendet. Vom Beginn an war klar, wer so. War das jetzt das Viertelfinale, Halbfinale? Würde mich mal interessieren. Das Halbfinale, sehr gut. Also spielen wir im Finale gegen AZ Alkmaar. Sehr gut. Also die Chance für den Pokaltitel ist auf jeden Fall noch da. Liga müssen wir mal gucken. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zugucken und natürlich auch danke an Sam für die Kanalmitgliedschaft. Wer auch Interesse hat, mich zu unterstützen, kann ich gerne tun. Muss aber niemand machen. Also, wir sehen uns morgen wieder. Beziehungsweise in 2 oder 3 oder 4 Tagen, wann auch immer die Folgen kommen. Ich weiß es gerade selber noch nicht, wo ich es aufnehme. Deswegen auf jeden Fall so oder so. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.